Servus Leute, willkommen zurück zu Dark Souls. Heavy und Osa sind noch dabei. Hallo. Hallo. Osa hat den Ziegendämon platt gemacht, alles No-Death bisher. Nein, Was? das war Hedy. Meine ich ja, Hedy, ja. Warum? Er Und verleumdet. Oso hilft mir jetzt hoffentlich, dass ich da irgendwie weiterkomme, weil das ist schon nicht mehr lustig, was ich hier mache. Ich finde einfach den Weg nicht. Ich weiß nicht, wohin ich muss. Warum sind die wieder da? Erste Frage, was willst du hier oben? Keine Ahnung, den Weg suchen. Du hast doch das Wasser abgelassen. Warum willst du denn hier oben irgendwas? Waren das noch schnell, wo ich das Wasser abgelassen Ja, unter dir. habe? Ja, schon, aber ich kann da wohl schlecht runterspringen. Probier's doch. Da bin ich tot. Oder tot vielleicht nicht, aber ich nehme Schaden. Das siehst du, kann ich auch so. Wollte jedenfalls nicht irgendwo oben sein, weil oben ist Schwachsinn. Siehst du, und schon bist du in dem Gebiet, wo du was suchen musst. So, jetzt guck dir mal den unteren Bereich ein bisschen an. Vielleicht findest du ja irgendwo mal was. Ah, wohl nicht, glaube ich, oder? Geht's denn noch weiter nach unten? Aufzug. Das ist ein Shortcut und der bringt mich, glaube ich, wieder nach oben. Ja, da draußen war ich auch schon. Mein Tipp ist echt lahm. Wenn ich da reingehe, saufe ich garantiert ab. Deswegen lasse ich's. Das saufe ich auch ab. Sind wir gleich zur Wand, zur Unsichtbaren. Die da. Da ging es nach oben. Da oben war ich auch schon. Da saufe ich ab. Werde ich wohl nach oben müssen. Oder ich muss da lang. Das könnte auch sein. Machen wir es eigentlich mit Invasion mitnehmen? Wie meinst du das? Ja, zum Beispiel Kirk in der Kanalisation, dass sie sagen, gegnerische Phantome müssen wir machen. Das wäre schon irgendwie lustig. Wie so Kirk oder Mildred im Sumpf, wenn man da hinkommt. Ja, können wir machen. Man läuft da sowieso menschlich rum. Ich komme ja wahrscheinlich sowieso dann so. Also da hinten ist das Drachental, da Wenn war du ich schon. invasionierst wirst, kommst du sowieso nicht weg. Ja. Aber man kann ja auch die ganze Zeit als Mettwurst rumlaufen hier. Also ja, wir machen mit Invasion. Okay, Quark. Kommt ja nur dreimal der Sack. Scheiße, Dreck, das sind Gegner. Ich muss meinen Vorsprung ausbauen hier. Bevor du so mal gleich wieder eskaliert hier. Ich sehe nichts. Ich habe nichts Hast gedrückt. Hure. Lol. Hurra! Hat Hedy vorhin auch gesagt, also ist es mir auch erlaubt. Aber offscreen. Weil ich einen Backstep Ich hinterher habe mache. R gedrückt. Warum macht die Fotze denn nichts? Jedes Mal drücke ich's und nichts passiert. Ja, also du meinst Angriff oder was? Ja, schweren Angriff. R2. Nein! Weg da! Scheiß Du Mistviech. musst den schon auslösen, wenn er weg soll. Nee, nicht de ich habe nicht wegen dem Teil Nein gesagt. Ich habe wegen dem, was dahinter ist, Nein gesagt. Das er wäre. Ja, dieser Schleimbatzen da. Oh, diese Fackelträger, da muss er aufpassen. Tja.
Achso, das ist so ein fliegender Totenschädel. Hallo, Morteschädel. Achso, noch mehr Morteschädel. Ja, der produziert die. Was, der Schädel? Oder der Schleimbatzen, Der Schleimbatzen. der mich gleich ankotzen wird. Weg, 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 weg. Boah, das war gerade knapp. Das Blöde ist, ich hab. Warum machst du die Rolle? Ich habe Waffe wechseln gedrückt und nicht Rolle. Das Blöde an der Sache ist, ich habe keine Ja. Pfeile mehr. Ja, dann greifst du ihn halt im Nahkampf an. Viel zu riskant. Ach Quatsch. Warum tritt die denn hier jetzt? Oh! Die kommt ja hier hoch! Fuck. Nein! Alter! Nein! Wobei hätte ich Eddie sie kriegt das gerade den getan? Orgasmus seines Lebens. Ist noch Flakons, ja. Angst, dass hier noch irgendwo so ein Ritter rumhängt. Oh! Da ist er, der Ritter. Der Ritter, der. Und Nein! er Laber ist nicht! tot. Das war aber, glaube ich, wegen dem Fuzzi da, der durchs Geländer gekloppt hat, ey. Scheiße. Na, dann kannst du ja wenn Wolfi nach dem Part nochmal mitmacht, gleich wieder zu dritt starten. Ja. Boah. Es war jetzt echt ein bitterer Tod, aber ich hatte auch einen bitteren Tod, von daher. Ja, dass der, dass die blöde Kuh da durch das Geländer hauen, ey. Also die Tiefen maximal bisher bei dir. Ja, sagen wir mal, bis zu der Schmiedin da bin ich gekommen, oder? Nee, bis zu der Metzgerin oder was das ist. Ja, es ist diese Fleischer halt. Ja, diese. Hat 40 Gänse. Wieso sagst du eigentlich weiblich? Die sehen doch ganz Boah! männlich aus. Scheiße! Weil das stand ja, glaube ich, in der Liga-Beschreibung, Nein! dass sie weiblich ist. Lass mich in Ruhe. Wenn die olle Schabracke mich jetzt umbringt, dann raste ich aus. Ich war ja zu überrascht, dass die auf einmal da hochgekommen ist. Jetzt komm her, du oller Geist, wo bist du? Da ist sie. Jetzt. Nee, da ist sie. Du Schlampe! Guck mich nicht so an, ich will dich nicht. Ich bin eine Frau, ich bin keine Lesbe. Da hinten ist eine Truhe. Grauer Brocken. Angst, ich hab. Oh nein. Aha. Also, du kannst dich ja noch nicht unten richtig umgeguckt haben, wenn du die Nebelwand jetzt erst siehst. Ich höre was. Ja, der ist gemein versteckt gewesen. Wo war denn der? Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ihn nur gehört. In dieser Ecke da. Junge. Du mit deinem komischen Schild da. In der Ecke hinter dir. Da. Ist klar. Nee, das ist nicht euer Ernst. Was denn? Achso, hier bin ich. Ja. Das Grab des Lorenor. Eine dicke Wendeltreppe. Das Pfeife Eddie. ist ziemlich schrill. Könntest du es eventuell lassen? Schrill? Ja, das tut in Ja, den Ohren ziemlich schrill. weh. Ist wirklich schrill. Also kann ich sehen, was schrill ist. Es kommt über das Mikrofon immer viel krasser rüber, als man es eigentlich hört.
Weißt du, was gleich noch krasser rüberkommt? Ja, ich weiß, was noch krasser rüberkommt. Wenn der wohl. Ja, ich weiß schon. Wenn ich jetzt alles verliere. Hast du den Ring an? Ja, offensichtlich schon. Jetzt wird er sterben. Ja, wo bin ich jetzt? Oh! Was ist denn das da Hässliches? Ey, du bist so hässlich, dass es... Kannst du doch lesen, was das ist. Ja, eins von vier. Gucken, ob der Wolf wieder seine gechillte... Die krasse Schaden, den der Wolf macht. Ja, mit seinem zerbrochenen Falchion und plus minus 5 da. Ist nicht zerbrochen. Ja, so macht's aber Schaden. Der Wolf war wieder knauserig und hat nur eine Scherbe spendiert hier für sein Schwert. Das hat's an den Griff geschmiedet. Ja, warte, warte, das wird noch interessant. Das ist ziemlich wenig. Ja, ja. Aber das, was du kriegst, ist gleich noch mehr. Ja, ich habe schon gesehen, dass da hinten ein zweiter ist. Hallo! Das sind keine Flakons mehr. Könnt ihr Menschlichkeit benutzen? Ja! Richtig so, richtig so. Ich habe gewusst, dass es nichts wird, weil er einfach viel zu nahe war. Da war der Wolf wieder unehrenhaft. Das könnte das dauern. Das sind die vier Könige. Das könnte dauern gegen den, ja gut. Das waren zwei von vier. Na gut, mein Ring ist kaputt, aber scheiß doch drauf. gegen was ist der anfällig? Gegen Schaden. Haha. Nein, nein! Ja, toll, jetzt ist es weggeschmissen worden. Das wäre auch nicht schlecht, aber damit bin ich so langsam. Ich meine, Ja, du kannst es offensichtlich nicht richtig führen. Ich, mit beiden Händen schon. Ja, mit beiden Händen ist ja was anderes. Was ist denn das Geiles? Das ist wahrscheinlich was deine Waffe kaputt macht. Guck mal auf die Haltbarkeit. 400. Ja, jetzt mach mal Werte anzeigen, genau. Nein, das wollte ich nicht. Gut, 200, okay. Gezackte Geisterklinge, die habe ich noch gar nicht gelesen. Gezackte Klinge, Traum von den Geistern Neulandes. Schwerer Stoßangriff. Eine der verfluchten Waffen fügt Geistern Schaden zu. Ich könnte die Kampfax gegen die verwenden. Ja, die ist ja, guck mal, die hat macht 218, ein verzaubertes Feilchen und macht 138. Wobei, es hat doch Zauberschaden, aber das ist keine Ahnung, der Zauberschaden bei vier Königen, ob was zählt. Was das Blöde ist, ich bin gerade mal bei 13 Minuten. Noch ein Run gegen die traue ich mir nicht zu, weil dann verliere ich und dann ist alles weg. Tja, dann kannst du ja ein anderes Gebiet zuerst probieren. Wenn du der Meinung bist, dass es nicht gut ist, dann probierst du noch einen anderen. Kannst ja Katakomben probieren oder das hinter Quelak. Also Feuer oder Untot. Beides klingt nicht sonderlich geil. Ja. Kurzschwert, weg mit dem Scheiß. Eine Geisterklinge kann weg. Kannst dir überlegen, was klingt denn für dich schwerer? Skelette? Und allgemein irgendwelche Knochenviecher? Oder Lava-Monster und Lavaströme und Lavafelder und sowas? Lava-Monster klingen schlimmer. Aber sie klingen nicht nur schlimmer, weil gegen die Skelette habe ich schon gekämpft und die sind eigentlich Waschlappen. Tja, du kannst ja die Skelette probieren.
Wenn du dir die Viehkönige erstmal noch nicht zutraust. Zutrauen würde ich es mir vielleicht schon, aber ich müsste halt wissen, eine gute Taktik gegen den. Ich könnte ja mit der Axt draufhauen und dann mit Elektrizität oder Blitz verschärfen. Elektrizität oder Blitz? Okay. Blitz oder Feuer meine ich. Der Wolf beschwört ein Gewitter. Ist mir egal, der Schaden. Weißt du, was das Beste an der Waffe ist? Das hier. Sie ist auf plus 1? Ey! Ich wollte dich nicht töten. Ich wollte dich runterkicken. Runterpferzen. Was willst du umwandeln? Ich habe ja eine krude Krampfaxt. Ich sage immer Krampfaxt. Kann ich nicht eine. Aber ich weiß nicht, wie ich das dir sowas wie eine göttliche Waffe. Die göttliche Waffe müsste vielleicht funktionieren. Das sind ja schließlich Untote. Ja, schon, aber ich habe keine göttlichen Waffen. Außer eben diese okkulte Axt. Wie kann man die denn umwandeln in göttliche Waffen? Okkulte ist definitiv keine göttliche Waffe. Das ist das Gegenteil von einer göttlichen Waffe. Ja, umwandeln in göttliche Keule. Die macht mir Zauberschaden. Ja, aber dann ist es wahrscheinlich heiliger Zauberschaden. Kannst du ja mal vergleichen? Drück doch mal Dingens hier. Vergleichswert. Kannst du den Kreis da unten, den hellen? Ja. Du siehst, von Minus geht's auf 110 und von 110 geht's auf Minus. Bei Dunkelkreis und beim hellen Kreis. Beim hellen Kreis geht's erst auf 110, das heißt, es macht göttlichen Schaden. Es ist von links nach rechts, Blutungsschaden, Giftschaden, göttlicher Schaden, okkulter Schaden. Ja, Blutung und Gift habe ich gewusst, nur die beiden anderen wusste ich nicht. Ja, scheiß doch drauf. Göttliche Keule plus 5. Jetzt musste ich nur gucken, ob ich die irgendwie noch verschärfen kann. Ja, plus 5 ist doch schon verschärft, oder nicht? Ja, schon, aber ich meine noch weiter. Nicht, dass ich wüsste. Jedenfalls habe ich bis jetzt noch nie was davon gesehen. Schade. Ich meine, ich kann es ja mal versuchen. Ich habe ja, glaube ich, noch eine Glut, die ich irgendjemandem geben muss. Zwei Schmiede habe ich ja noch zur Auswahl. Den stinknormalen bärtigen Weihnachtsmann und den Riesenschmied. So fülle ich den Part mal wieder mit sinnlosen Rumgelatsche. Nee. Das hat er nicht gesagt. Naja, eigentlich nicht sinnlosen, sinnvollen, weil. Spazieren gehen ist wichtig. So kann man es auch ausdrücken. Bewegung ist gut. Seinem geht es zu schlecht, um sich zu bewegen. Hunde brauchen nur mal ihren Auslauf. Ja. Da machst du nichts. Wenn die Natur ruft, dann muss der Wolf folgen. Kann ich Riesendinge. Es ist wahrscheinlich das da. Nee, da! Wieso? Göttliches Breitschwert, göttlicher Kurzbogen, göttlicher Ritterschild. Nee, das ist es nicht. Nee. Das ist jedenfalls nicht von der Riesenglut. Die Riesenglut macht plus 15. Ja, das hier meine ich. Achso, nee, Moment. Nee, Streitaxt, haha. Du kannst allerdings nur in der Axt in das Ding aufwerten, was halt plus 5 ist, weißt du? Also umwandeln zu plus 10er und dann von plus 10er plus 15.
Das heißt, ich muss die Axt wieder ganz von vorne anfangen. Weiß ich nicht. Kann auch Sinn, dass du es einfach so machen kannst. Musst du mal gucken, ob du schon so eine Waffe hast. Ich bin am überlegen, warum habe ich so viele Riesenschilde? Weil du sie mal gefarmt hast? Göttliches Breitschwert, das wäre ja eine Überlegung wert, aber nur ein Breitschwert? Kann ich da nicht irgendwelche anderen Waffen göttlich machen? Ja, du siehst doch, dass sie da schon plus 5 sein müssen, damit das auch gewertet werden kannst du göttlich. Moment. Oh, so mal, es reicht. Ja, ich weiß, zu viele Informationen. So jedet nicht. Der verkauft doch kleine Scherben, falls du die brauchst. Ich weiß. Achso, es braucht nur kleine Scherben. Ja, momentan schon. Für plus 5 brauchst du noch 5 weitere Scherben. Kauft natürlich nur 2, auch wenn ich ihm sage, dass es 5 braucht. Ja, aber na gut. Da steht eine 2. Ja, und jetzt sind es 3. Ja, also sind es 4, nicht 5. 2 plus 3 ist also in Österreich 5. 4, okay, alles klar. Haben wir wieder was gelernt. Oh, sauber! Phantasien. So, Ausrüstung umwandeln. Es ist spät, lass mich. Krude Kampfaxt? Nee, göttliche Kampfaxt. Grüne Scherben. Ja, du könntest es auch auf nur 15 aufwandeln, ne? Ja, aber dafür will ich meine andere. Wie viel ist mit plus 15? Ja, da. Ich weiß es nicht. Die große Scherbe brauche ich dann. Sei ruhig. Ne, Moment, meine Waffe ist doch eine krude Kampfaxt, genau. Was ist denn stärker, eine krude Waffe oder eine plus 15er Waffe? Das weiß ich leider nicht. Wenn ich es wüsste, könnte ich es dir sagen. Warte mal, ich gucke mal, was bei meiner Kampfaxt plus 14 jetzt für eine Werte sind. Also, was hat eine Krude für eine Stärke? 217, glaube ich. Halt die Schnauze. 218. Ja, plus 14 hat bei mir 228. Ja, gut. Ich kann ja mal versuchen, die Axt in eine göttliche Kampfaxt umzuwandeln. Vielleicht bringt sie ja was. So, kann ich die jetzt noch weiter verschärfen? Nee, oder? Doch! Nee, ich kann sie umwandeln. So, jetzt muss ich mal schauen, was ist stärker? Göttliche Kampfaxt, göttliche Keule. Die göttliche Keule ist stärker. Es war also alles umsonst. Geil. Kann ich die göttliche Keule nicht verstärken? Weiß nicht, ob du das noch verstärken kannst. Ich habe mich mit diesen Magie-Verzauberungen noch nie so auseinandergesetzt. Nee, offensichtlich kann ich es nicht. Zumindest nicht bei ihm hier. Mond-Titanit habe ich 7. Göttliche Kampfaxt plus 1. 102, 124. Nee. Moment, was braucht das grüne Scherben, oder? Nee, es ist Umwandelwaffe verstärken. Auch grüne Scherben, okay, machen wir mal auf gut Glück. Das heißt, wir reisen nach Anno Londo. Oder weißt du was?
gleich in die Kammer der Prinzessin. Was denn? Was denn? Du lachst schon wieder so verdächtig. Na, ah, bleib drauf. Nix lache. Oh nein, ich habe ja keine Pfeile mehr, da war ja was. Ja, deswegen habe ich halt eher auf den normalen Bogen als auf den Drachenbogen gesetzt. Drachenbogen kannst du irgendwann mal nutzen, wenn du sowieso Seelen ohne Ende kriegst. Ja, da kommt her. Du Hund! Ich wollte dich nicht triggern, ich wollte dich töten. Egal. Was willst du jetzt noch gleich in Anolondo? Zum anderen Schmied gehen. So. Der verkauft, glaube ich, grüne Scherben, soweit ich das jetzt gesehen habe. Hedy, wolltest du gerade irgendwas starten? Ja, Dark Souls. Starten? Ja, es hat kurz einen Ladekringel bei mir, der bei dir gegeben. Hm? Ja, ich bin da auf die Kamera aus Versehen geklickt. Achso. Ich weiß ja nicht, wegen noch einer Runde. Es ist schon ziemlich spät. Ist der verkaufte Funkeltitanit, WTF? Ja, damit habe ich auch schon Sachen verschärft. Was glaubst du, warum ich immer 30 Stunden am Farmen sitze? Ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht einfach ein paar Stunden da mich zu Tode farme. Mir einfach tonnenweise Zeug kaufe, das ich eventuell brauchen kann. Ich habe jetzt keine Lust zu latschen. Jetzt wird es gelegt. Gibst du jetzt einen neuen Namen ein oder was? Ja. Was ist denn das? Achso, warum ist das Englisch, ja? Das wird krass, ey. So. Gar nicht schlecht. Dann muss ich dann weiter verschärfen, wenn ich farme. Oder Benner das jetzt, weil hat jetzt lang genug gedauert. Das war Dark Souls. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für euch. Tschüss.